Ohne Titel, ein bisschen komisches Gefühl? Ja, sehr komisches Gefühl eigentlich. Ich bin sehr gewohnt, hintereinander die Jahre durchzufeiern. Und ja, aber ich glaube, wir werden es jetzt halt trotzdem gut gelassen. Ich glaube, es war eine Weltklasse Saison, hat sich keiner gedacht. Und ich glaube, ich kann zu Recht stolz sein auf die Mannschaft und auf die Fans. War eine Weltklasse Saison für uns heuer. Die wir dann heute noch entsprechend feiern wird wahrscheinlich? Ja, ein, zwei werden wir sicher trinken, aber mehr nicht. Aha. Vielleicht das dritte, aber das war's dann. Okay, schauen wir vielleicht auch dein Bruder auf, der dann die Bier wegtrinken kann, die ihr ihm dann überlasst. Marco, aber das war nicht das Einzige, denn das war nicht der einzige Titel, den du diese Saison mitnimmst. Denn Armin Hobel hat es heute natürlich nicht geschafft, deine Marke aufzuholen. Du bist mit 22 Treffern der aktuelle, der neue Torschützenkönig der Regionalliga West. Herzliche Gratulation. 22 Treffer eingenetzt durch unsere Nummer 24, Marco Vujic. So, okay. Trainer, ein schöner Abschluss, aber gegen die Kellerkinder, um es einmal der Tabelle, wenn man es mal so formulieren darf, tut sich die Austria etwas schwer. Natürlich war die gelb-rote Karte von Sonko nicht wirklich förderlich für den Spielverlauf. Ja, also schön, dass du das auch erkannt hast, dass wir wiederum rund 60 Minuten mit einmal weniger gespielt haben und man kann nicht erwarten, dass man die mit 10 Leuten an die Wand fährt. Ja, ich muss sagen, wir haben eher auf Ergebnis heute, zweite Halbzeit gespielt und man hat eh gesehen, die Latten haben es geschossen, zwei dicke Chancen haben es gehabt. Der Alex hat in der ersten Halbzeit sogar einen rausgeholt, also die wollten halt auch nicht auf keinen Fall verlieren. Ja, bei uns ist ein bisschen der letzte Pfeffer raus gewesen, aber letztlich und endlich zählen die 3 Punkte. Und ja, was soll man sagen, also die Österreicher haben gestern eine Traumpartie gegen Deutschland gespielt und im Endeffekt haben sie auch verloren. Okay, also anders genug auf die Saison anzustoßen und stolz darauf zu sein. Ja, absolut. Also was will man mehr? Also wenn man als Aufsteiger Fünfter wird, daheim eine perfekte Saison spielt mit 3 abgegebenen Unentschieden und sonst lauter Siegen. Also man, da wäre man sehr vermessen, wenn man sagt, man müsste noch mehr haben. Jetzt werden die Gegner natürlich auch stärker, wenn man sieht, wie die Bullen mit die können komplette Mannschaften durchtauschen, haben immer noch die beste Mannschaft. Also wir haben jetzt einfach schon stärkere Gegner. Und für das bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und die Mannschaft hat eigentlich bei jedem Spiel alles gegeben. Es war nicht ein Spiel dabei, wo ich gesagt hätte, ich war stinksauer auf die Mannschaft, weil sie irgendwie nicht alles gegeben hätte. Und das ist das, wo alle einen drin putzen sollen, dass einfach sagen müssen, okay, das ist eine tolle Leistung gewesen. Ich habe gehört, du springtest quasi direkt vom Platz zum Flughafen. Es geht nach Ägypten. Siehst du dich vorne um? Umziehen werde ich mich schon. Ich werde mich ein bisschen rasieren, damit wir die da unten nicht als Taliban irgendwie an die Wand fahren, sondern ja, wir werden ordentlich heute noch herrichten und muss morgen um 6 in der Früh am Flughafen sein. Also es wird ein bisschen ein zähes Brot für mich, ja. Okay, wünsche mir da dann einen spannenden Urlaub hinterher. Danke. Danke auch. Hey, jetzt kommt schon da her. Marco Vujic, heute nicht getroffen, macht aber nichts, dennoch mit Abstand der beste Torschütze in der heutigen Saison, Torschützenkönig der Regionalliga West, super Sache. Ja, für einen Stürmer selbstverständlich ein super Erfolg. Wir haben, glaube ich, eine durchaus sehr erfolgreiche Saison für uns gespielt, haben eigentlich unsere Ziele erreicht und dass das am Ende für mich in Aussage geschaut hat, dass ich mir die Schützenkrone noch hole, das ist nur das I-Tüpfelchen oben drauf gewesen. Mit wie vielen Toren? Hast du mal 15 erwähnt, mit wie vielen Toren hättest du gerechnet vor der Saison? Selbst? Na, als Stürmer setzt man sich immer hohe Ziele, sage ich mal. Am liebsten jedes Spiel ein Tor, das ist sich nicht ganz ausgegangen. Aber ich sage mal, ich bin ja auch nur ein Teil an der Mannschaft, sage ich mal. Ich möchte auch gleichzeitig an die Jungs ein Danke sagen, weil ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Aber ja, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt werden wir es gut gelassen heute und ab August greifen wir wieder an. Okay. Vielleicht schon ein bisschen zuvor, sollte man Ende Juli schon ran müssen, bitte. Danke. Schönen Abend, viel Spaß beim Feiern. Gerhard Stöger, eine tolle Saison geht so zu Ende, wie sie hier in Maxtlan beim Spiel ÖFB Cup Vorrunde gegen Neumarkt begonnen hat, nämlich mit einem Heimsieg. Austria ungeschlagen, Heimtabelle Platz 1, Torschützenkönig. Nächstes Jahr sicher noch Luft nach oben, aber heuer waren wir auch ganz gut unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Also mich freut es erstens mal für die Mannschaft, für jeden einzelnen Kaderspieler, fürs Betreuerteam und natürlich für unsere Zuschauer und Fans, dass wir, ich habe gerade zuerst gehört, der beste Aufsteiger seit 20 Jahren sind. Und das wird man auch nicht von ungefähr her.
Und es zeigt aber, was für ein Potenzial, das wir in uns haben. Und es sollte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Okay, Ende der Fahnenstange spricht es an. Was hat man nächstes Jahr vor? Ja, natürlich das Ganze zu bestätigen in erster Linie. Schauen, dass man wieder gut aus die Startlöcher kommt. Ohne Phrasenschwein, Fütterung, sag jetzt einmal, wir fangen wieder bei Null an. Aber wie gesagt, es wird ein hartes Stück Arbeit wieder zu sein. Die Spieler haben sich sehr gut präsentiert. Und wir hoffen natürlich, dass wir einen Platz unter den Top 5 erreichen können. Und wenn ein bisschen mehr geht, ja hurra. Hurra, geht's in den Urlaub? Urlaub gibt es erst im Juli erst. Jetzt heißt es noch gewisse Tätigkeiten, obwohl die Mannschaft jetzt 3 Wochen frei hat. Bis zum 27. Juni, aber für uns harte Arbeit hinter die Kulissen. Es sollte noch die eine oder andere Neuverpflichtung folgen. Es heißt auch, das 1B-Team neu zu strukturieren und aufzubauen, auch der Jugendbereich. Also wie gesagt, alle Hände voll zu tun und eine Ruhephase gibt es nicht. Aber dann irgendwann im Juli, mal nach der Übertrittszeit von der Kampfmannschaft, dann wird es da auch ein bisschen ruhiger gehen. Und dann freuen wir uns, wenn wir ausgerastet wieder zum Meisterschafts- und Cup-Start wieder da sind. Da freuen wir uns. Bis dahin, schöne Zeit. Danke. Dankeschön.